Die Suche nach sechs Vermissten wird fortgesetzt, nachdem eine Yacht vor der Küste Siziliens gesunken war. Mindestens ein Toter wurde bisher geborgen. 15 Menschen überlebten, darunter eine Mutter und ihr Kleinkind. Rettungsteams und Taucher suchen weiter an dem Ort, an dem die Yacht während eines Sturms gesunken war. Man geht davon aus, dass die Vermissten 50 Meter unter Wasser im Rumpf des Schiffes gefangen sind. Berichten zufolge war es Tauchern nicht möglich, zu den Kabinen des Schiffes zu gelangen, da sie durch Trümmer blockiert waren. Zu den Passagieren an Bord gehörten der britische Tech-Milliardär Mike Lynch und seine Familie. Der Ausflug schien so etwas wie eine Feier nach Lynchs Freispruch in einem Betrugsverfahren zu sein. Die Luxusjacht hatte etwa eine halbe Meile vor der Küste Siziliens festgemacht, als am Montag gegen 4 Uhr morgens ein Sturm aufzog.